Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Watch Dogs. Ihr habt ja gestern keine Folge von mir gesehen, das tut mir sehr leid. Wie ihr es vielleicht hört, bin ich noch etwas kränklich. Ich möchte auch gleich von Anfang an sagen, dass ihr es mir verzeiht, falls ich mal in der Folge husten sollte und es nicht rechtzeitig abstellen kann. Ich bin wirklich noch ein bisschen krank. Ich werde aber jetzt versuchen, trotzdem aufzunehmen, ein paar Folgen, damit ihr die nächsten Tage schon mal was habt. Ja, damit herzlich willkommen in Watch Dogs. Das ist hier die richtige Brücke. Ich hoffe's. So. Runter von unserer. Oh, das war vielleicht ein bisschen früh. Ja, doch, das war ein bisschen früh. Jo. Dann halt so. Da-da-da-da-da-da-da. Ja, ich weiß gar nicht, was wir beim letzten Mal gemacht haben in Watch Dogs. Hallo. Hallo? Kletter da mal hoch. Ah, da steht zum Glück ein Auto, siehst du mal. Also momentan für mich sehr früh, es ist glaube ich 10 oder 11 Uhr. Irgendwas in der Drehung. Und ich dachte mir jetzt, ey, komm, nimmst die Folge noch auf, bevor du heute wieder keine raushaust. So, dann schauen wir uns mal lang, wo wir lang müssen. Ich stelle mal kurz die Musik ein bisschen lauter. So. Geht's hier hoch? Ja, so ziemlich. Woo! Ampel. Wir müssten gleich in der Zivilisation wieder sein. Ja, sind wir. So. Wo das ja wie Ghetto aussieht. Ob auf die Minimap, wo wir lang müssen. Theoretisch da hoch. Ach, schade, ich dachte, es geht. Na, okay, dann halt nicht. Dann fahren wir halt hier lang. Geht's hier nicht hoch? Irgendwo. Müssten doch das war mal, ich glaube, da ist ein IT CTOS Netzwerk. Ich bin man merkt, das ist also ja gut, ich schiebe halt einfach mal auf die Krankheit, mein Frost, ich schieße einfach mal auf die Krankheit. Na nun, wie komme ich denn hier rein? Eine mobile Herausforderung. Remote. Och komm, wir nehmen es einfach mal an. Warst du jetzt schon wieder weg? Okay. Ich frage mich gerade, wie wir da reinkommen. Es müssten doch Tore hier sein. Warum kommen wir denn hier nicht rein? Yeah. Warte, in die Gruppe stellen, damit es cool kommt. Yeah. Oh yeah. Mhm. Gib mir den Beat. Gib mir den Beat. Hier, 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 hier. Hey, beruhig dich, Mann. Okay, ja, ich wollte ja echt ins Gesicht schlagen, einfach mal so, aber ging ja wohl doch nicht. Nee, kann man nicht hoch, schade. Kann man ja einfach so hoch? Ach so. Das macht natürlich einiges einfacher. Na gut. Huch. Gehen wir mal nach oben. Und schauen mal, wo das hier sein soll. Nanu?
Kann man sich die Tür erst einfach so freischalten? Ich weiß es gar nicht. Ich habe es noch nie probiert, so wie außerhalb der Mission M2 zu schalten. Ah, da. Tada! Jetzt geht's bestimmt hier hoch. Da runter. Nanu. Wie komme ich denn darüber? Ach, guck mal da unten. Nee, war das falsch? Ich weiß es nicht. Ich glaube ja irgendwie schon. Zumindest kann ich mir nicht vorstellen, dass ich einmal aufs ganze Haus soll mit der Kamera. Na, komm her. So, jetzt hab ich's. So. Nochmal die da. Aber wie komme ich jetzt da rüber? Ja, wo ist überhaupt das Ding hin? Hä? Bin ich blöde? Es führt da lang. Oh, jetzt sehe ich es wieder. Komisch, okay. Okay. Aber ich wüsste echt nicht, wie komme ich da? Ja. Muss ich das vielleicht wirklich wieder hier machen? Ich hab da eine Kamera. Hey, ich bin verwirrt. Wie komme ich da lang? Ich weiß es nicht. Man trinkt hier nur Spiel ein. Mist. Na klar, das muss ja noch übelst weit laufen oder was, bis ich da bin. Na hallöchen, was auch sonst. Oh mein Gott. Ich... Wie soll ich da so schnell hinkommen, ohne mir ein Auto zu klauen und dadurch Aufmerksamkeit zu erregen? Ist doch scheiße! Och Leute, wirklich. Okay, wo ist der Typ? Nanü.
Wer schießt denn da? Das ist der Typ auf jeden Fall, aber wo ist der? Ich raff's nicht. Muss irgendwo einer ballern, ziemlich heftig sogar. Aber von wo? Hä? Ja, natürlich. Verarsch mich mal, wie ist denn der Bild da hochgekommen? Hä? Wie ist denn der Bild da hochgekommen? Ja. So viel dazu. Einsteigen kann ich ja nicht mehr. Gleich halt hier ein. Also ich bin echt nicht gut in sowas. Okay, wo geht's lang jetzt? Wir müssen irgendwo hier lang zur Mission. Das sieht die US-Netzwerk konnten wir jetzt ja leider nicht hacken, da der Typ uns da... Aber okay. Dann gehen wir halt zum nächsten. Fahren wir mal hier mit unserem geilen Zug durch die Gegend. So. Tut mir leid, war ich nicht. Wow. Es war alles geplant, ich wollte auf die Straße. Es war alles geplant. So. Wie weit ist es denn noch? Remote-Profil hätte ich jetzt auch wieder hacken können, aber... Ich würde doch gerne erst bei den Auftrag da jetzt in Angriff nehmen. Was? Ich bin nicht verrückt. Nein, nein, nein. Moment, wir gucken erstmal auf die Map. Das dauert mir doch entschieden zu lange jetzt. Hui, was ist das? Hui, 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 hui. Oh mein Gott, nein. So. Wo bin ich denn hier jetzt gelandet, Alter? Hä, was war denn der letzte Auftrag, bitte, dass ich jetzt hier irgendwo... Autsch. Ich kann alles umfahren, aber das kann ich nicht umfahren, das ist schon klar. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Quinns Auktion. My Wreck ist irgendwo da drin. Die Security ist streng und die Geschichte von dem Autohändler wird sicher bald berichtet werden. iRack finden, seine Marke scannen und nichts wie raus da. Bin gleich genug. Irgendwas sagt mir, dass es nicht so einfach ist. Sorry, Mr. Crispin. Wir brauchen Ihre Waffe. Ich will nicht unhöflich sein. Kein Kratzer.
Mr. Quinn sagte, Sie würden gern die Ware begutachten. Ich weiß gern, für was ich bezahle. Na dann. Ich bat darum, meine Ware hierher zu senden. Wo finde ich Poppy? Mr. Quinn weiß von Ihrem Wunsch. Keine Sorge. Sie ist hier. Ich mache Sie mit Mr. Quinns Regeln vertraut. Alle Zahlungen müssen über ein sicheres Konto oder Cash erfolgen. Wenn Sie eins der Mädchen testen möchten, bevor die Auktion beginnt, kostet das eine kleine Gebühr. Das gilt nicht für die Premium Girls. Das würde Ihren Wert verringern, wenn Sie verstehen. Ja, ich verstehe. Pass auf, dass alles ruhig bleibt, sonst können wir leider nicht verhindern, dass die anderen Kollegen euch ruhig stellen. Unsere Kunden sind ruhig. Ja, ja, überweis einfach die Kohle, ja? So nah bei diesen Gangbängern bekomme ich nur Herpes. Bin schon. Der Boss ist bald mit denen fertig. Hey, ich sag dir mal was. Ich werde dir für sicher nicht den Kopf hinhalten, wenn irgendwas davon durchsickert. Also sollte heute Nacht besser nichts schief laufen. Siehst du die ganze Kohle in dem Laden? Uiuiui, was für eine Absteige hier, ey. Ach du Scheiße, das ist Alter. Mr. Quinn. Ich bringe ihn jetzt zu Mr. Quinn. Wir schicken nicht die ganze Ware auf einmal auf die Bühne. Ein paar werden nur privat vorgeführt. Wir sind alle mit einer Nummer versehen. Ist effizienter so. Manche Gäste schauen lieber auf die Monitore. Sie wollen lieber die Bühne sehen, hieß es. Wie hätte ich mich denn sonst davon überzeugen sollen, dass eure Ware gut ist? Macht Platz! Mr. Quinn wartet. Mr. Quinn ist da oben bei IREC. Der Quinn kennt doch den hier. Das kann doch gar nicht gut gehen. Kann ich einfach durchgehen? Nee. Ich muss da hoch, glaube ich. Also am liebsten würde ich jetzt bei der MG zücken und die einmal durchmachen. Darf ich? Nein, schade. Ich habe eine Pistole reingelegt und habe deswegen all meine Waffen verloren. Zu schade eigentlich. Ich hätte es einfach mal so aus Jux gemacht. Ein paar von Quinns Jungs sind tot. Da stimmt was nicht. Er will einen Doppelcheck. Von jedem. Und wenn es absolut sein muss, triple checken wir die Penner. Alles ist in Ordnung. Na dann. Bei allem Respekt, Ihre Männer sind weg. Das ist viel zu riskant. Extra Security reicht nicht. Wir hätten absagen sollen. Riskant ist, wo anderen eine Schwäche zu zeigen. Ganz ruhig. Tun Sie, was sein muss. Nur ziehen Sie keine Show ab. Die Männer sind überfordert. Ihre Männer sind ersetzbar, Mr. Herring. Das Geschäft muss laufen. Inzwischen finden Sie den Mörder. Das ist alles. Mr. Crispin. Na dann. Entschuldigen Sie mich. Natürlich. Unser Ehrengast ist da. Mr. Quinn, leider kann ich nicht bleiben. Genießen Sie das Schauspiel? Welches? Das da unten oder das hier oben? Ah, mein Partner Mr. Iran. Ein loyaler Soldat. Aber noch jung. Was sehen Sie, wenn Sie da runterschauen? Ich sehe, wie jemand seine Macht spielen lässt. Mr. Iran sieht eine Option. Er sieht nur Profit. Die Erfahrung lehrte mich, nicht manipulieren zu lassen. Nicht nachzugeben. Sie haben gar keinen Akzent, Mr. Crispy. Ich musste im Leben vieles lernen, um das so weit zu bringen. Das alles hatte nichts mit Glück zu tun. Mr.
Crispin. Die trauen dir nicht. Ich weiß. Komm her. Näher. Das Tattoo. Ist ein Peilsender unter meiner Haut. Ist ein kaltes, effizientes Business. Ich kann es eben anstören. Das war's? Ja. Ich hörte, wie die über Crispin sprachen. Sie wissen, dass was nicht stimmt. Du musst jetzt hier raus. Hä? Willst du mich verarschen? Ich bin einfach nur nach vorne gelaufen. Was kann ich da jetzt falsch gemacht haben?